Moin. Welcome to the day 3. Wir sind schon auf dem Weg zum Frühstücken. Wir sind zu El Dulce, türkischer Frühstücksladen. Wir haben mal rausgesucht, weiß ich nicht. Ja, ist da. Ich bin gespannt. Bilo wieder gesund? Ich bin wieder back. Bilo ist wieder back. Jetzt wieder gute Laune, ein bisschen mehr hoch, runter. Und wir müssen heute gleich noch umziehen. Um 16 Uhr müssen wir umziehen. Unser Airbnb ging halt nur bis heute. Deswegen müssen wir heute umziehen, weil wir noch länger in Miami bleiben. Wir wollen das Wochenende noch hier bleiben. Freitag geht's auf die Piste und deswegen ziehen wir später um. Danach gehen wir wieder in den Mall und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Miami. Digga, wir sind auf einmal Tropic Island. Siehst du sonst noch an ihm? Wenn ich was vorschlage, wenn meine Jungs mir was vorschlagen, dann hat das Qualität. Aber ich sehe gerade nicht El Tupo. Ich fühle mich gerade wie in Indonesien. Eben war ich. Schau mal die Dächer und so. Narayan! Was? Wie heißt es? Neraye. Was heißt wohin? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich irgendwie kaum Insta-Stories mache. Aber das werde ich jetzt ein bisschen mehr antreiben, angucken. Germany is so much Turkish people. Turkish better than me. But Turkish people are all over the world. So. Yeah, but what part from the Germany? Berlin. Berlin? Ah, okay. Full is Turkish. I know, yeah, sorry about that. Dimitri Temple, Sinitris, Lachs, heißt Lachs überhaupt? Salmon. Was hast du gesagt? Salmon, ja. Ich habe jetzt hier einmal Magic Mac, einmal Simit mit Avocado so. Cool, also Guacamole. Und wir haben noch so eine Frühstücksplatte. Ein glückliches Calvin. Der Mann ist happy. Handy zu verlieren ist, ich schwöre, das Schlimmste, was passieren kann. Pass mal auf Gesundheit oder so. Handy, wa? Handy ist das Wichtigste. Merkt euch das. Er hat sein Handy im Uber vergessen. Der Uberfahrer hat es gerade hergebracht. Essen war mäßig. In Berlin besser. Wir haben für 5 Personen $200 gezahlt. Schwer. Allgemein, Preis-Leistungs-Verhältnis gibt's eine 4 von 10. Also, wir bestellen gerade einen Uber. Dann geht's zu Cromhart. Wir haben hier Mr. Miami hier. Kumpel von Bilal, sehr gut connected. Was ist das Wichtigste in Miami oder in Amerika? Connections. Der Mann hat ein bisschen seine Fühle ausgestreckt. Können wir Cromarts reingehen? Eigentlich braucht man dafür einen Termin und sowas. Man muss richtig lange warten, bla bla bla. Sehr gehypter Laden, aber Sachen weiß ich nicht. Ich will mal jetzt einmal reingehen. Ich bin sehr gespannt. Da ist es. Zeigen. Ja, aber dann doch cooler als gedacht. Ne? Zeigen. Ein schwarzer Nudi, ein weißer Zipper. Zeigen. What, wie war? Sehr cool. Ja? Das ist ein cooler Laden. Echt cool. Teuer oder ging? Ging, klar. Ich hab mehr gedacht. Mütze auch cool. Ich wollte mir Cromarts Air Force kaufen. Weißt du, was der gesagt hat? 4000. Was kostet der jetzt zum Beispiel? 630. Ich würde, wir dachten 1,5 oder so. Also, so mäßig, basics, aber von halt der Marke. Nein, schwarzen kriegen wir die Jungen, die anderen sind alle so bunt und so. Aber cool, ich schwöre. Keine Ahnung hat, wird dann wissen, mäßig, das ist von da. Wir müssen in 12 Minuten auschecken. Ja. In 9 Minuten müssen wir raus. In der Ruhe sag mal, liegt die Kraft. Sag mal Uhrzeit. 16 Uhr ist Checkout. Ich zeig, Hintergrundbild. Stark. Ich zeig euch mal die Bude. Komm, hier ist erstmal Nummer 1. Digga, verpisst. So, Sydney sieht etwas aufgeräumt aus. Ja. Ich hab ein Problem gemacht. Mein Kopf war voll. Ja. Weil ich die Schuhe schlau irgendwo hin machen muss. Wie willst du denn die reinbekommen? Das ist auch schon klein. Oh oh. Ja. Küche. Nice. Meine Sachen stehen schon ready. Natürlich bin ich schon fertig. Pünktlich. Wie immer. Digga, sag mal, bevor ich das Sch*** ist, ja? Kalle, Bro, was war das denn, Digga? Jetzt komm ich rein, Digga. Wie sieht's aus? Guckst du blöd, ja? Ich bin schon fertig. Sauber. Wie muss das nächste Airbnb sein? Die Butze muss hoffentlich gut sein, weil morgen wird da auch mal was mitgenommen. Wie ist die Quote? Na, es kommt drauf an, wie gut das Essen ist. Ob das Essen auch durch ist oder nicht durch ist. Wie ist deine Quote, dass du morgen... Wie groß das Steak ist oder wie groß das Steak nicht ist. Wie ist die Quote, dass du morgen mit Essen nach Hause kommst? Ich muss mal so sagen, so eine schöne, so eine 1-4er-Quote. Was? RB Leipzig. Ich sag 3er-Quote. Was? Dreierquote. Essen, wir gehen ja von Essen, weißt du. Mann, Digga! Ja, Alter, ich weiß am Ernst. Am besten wären wir 3-4 Mal am Arsch. Du machst ein bisschen immer den Arsch hoch, Alter. Das gefällt mir doch. Digga, er sagt gerade so, ich freue mich auf die neue Wohnung. Mama. Mal gucken, ob der ein oder andere Komm mal rüber, Stella. Yes. Tür auflassen? New crib, now I'm saying. Trying to find a new crib, man. That's life out here. Das macht er aber gut. Wenn man 1000 Koffer in einen Ring zu bekommen, echt schwer. You know the game, wow. Tetris? Yes. This is Tetris in real life. You are on the next level. So, wir sind jetzt in Downtown. Gleich. Hier ist unser neuer Crib. Wir sind noch gerade am Stadion vorbeigefahren. Also da ungefähr sind wir jetzt im Brickell oder so heißt der Bezirk. Downtown Miami. Ich fühle mich irgendwie wie in New York auf einmal. Und die Veränderung jetzt ist so schwer.
Wir haben jetzt irgendwie hinter dem Hotel gehalten. Wir müssen jetzt da irgendwie durch. So, wir sind jetzt hier in der Lobby. Wir haben im Konzert und sowas. Ey, es riecht hier so geil. Die Reihen riechen einfach so richtig. Holz. Holzparfüm. Unser neues Apartment. We have 3 bedrooms. Einmal hier Rohrzöhle. Hat ein eigenes Zimmer. Hey, Rohr. Dann haben wir hier eine richtige Küche. Und ein Kühlschrank. Kühlschrank ist leider. Hier ist eine coole Kochinsel. Grinder? Was? Ein Grinder? Was ist das? Hier ein Esstisch, kahles Bett. Haben wir draußen einen Balkon? Ich weiß nicht, wie wir rausgehen. Du musst irgendwie rauskommen können. Er sagt gerade, stell dir mal vor, ich nehme eine mit beim Klo und zeig dir das jetzt. Deswegen, ich habe mir das Szenario gerade vorgestellt. Digga, wie riesig ist denn das hier? Wir sind im 22. Stock, können wir runter. Da ist unser Pool. Wir haben einen Pool, da, wir haben einen Pool. Wir haben eine Sauna. Wir haben einen Fitnessraum. Ey, glaubt ihr, wenn man hier runterspringt, überlebt man? Mann, bist du dumm, Junge? Wenn man in so einer Pflanze landet, wenn man im Busch landet, gibt es keinen Fall. Wenn man im Wasser landet, dann überlebt man so. Haben wir noch eine Liege, falls Kalle da drüben schafft. Dann schwenke ich hier ab und zu den Kochlöffel. Vom 12. bis zum 16. Das heißt bis Montag. Dann haben wir geplant, nach New York weiter zu gehen. Hier ist das erste Bauzimmer. Sehr cool. Also auf jeden Fall ein fettes Upgrade zum anderen. Hier haben wir Bilights und Kalles Zimmer. Jetzt hast du ein Problem, da zu schlafen. Nein, alles gut. Voila, alles gut. Voila. Abstellraum, noch ein Badezimmer. Cool. Noch ein Badezimmer. Cool. Ey, lass den mal kurz kommen. Und mein Zimmer. Ja. Das ist das neue Ding. Preis, Costa Quanta, ich glaube 2,8 für 4 Nächte. Pro Nacht sind das 700. Wohnung 2,8. Aber man muss sagen, wir haben lange überlegt, ob wir einen Business-Class-Flug nehmen. Und es hätte 3.000 Euro mehr gekostet. Von daher haben wir das da gespart. Also pro Nase 3.000 hätte Business-Class gekostet. Dann haben wir da 3.000 gespart, each. Und das hier kostet 2,8. Ich denke mal, das ist ein guter Deal. Und wir sind jetzt an einem anderen Bezirk. Das heißt, wir sind nicht immer am gleichen Ort. So Ocean Drive waren wir jetzt schon oft. Wir waren beim ersten Mal da, als wir in Miami waren. Jetzt sind wir das erste Mal in Downtown. Mal gucken, was hier so abgeht. Komm, wir stehen hier alle einfach so baff. Sind alle einfach baff. Sieht wirklich so geil aus, oder? Habe ich gut ausgesucht? Ja, da kommen sie an, wie die Spatzen zu abklatschen. Tschüss. Reicht das denn immer am Arsch anfassen, ja? Magst du es nicht mehr? Nein, komm, ich spiel immer so nah, Digga. Du und der andere. Ich nicht? Ja, du auch. Ich darf. Ist doch alles gut? Da fährst du schon wieder an. Ich darf, oder Schatz? Sie, Papi! Oh Gott. I can't see them thing for that guap. I can't see them thing for that guap. They like see me. They can see me. They won't be me. I'm in the guinea. Das erinnert mich cool an Ibiza. Da waren wir die ganze Zeit auf diesen Dinger, haben getanzt. Ich hab die ganze Zeit meinen Koffer hier vergessen. Freut uns natürlich auch, dass ihr die Vlogs so hart feiert. Und ich versuche ja wirklich jeden Tag einen Vlog zu bringen. Viele meinten ja, die Vlogs länger wären cool. Aber Leute, ich kann mir nicht aus den Fingern ziehen. 15 Minuten, wenn ich da mit einem Tag voll kriege, ist schon viel, ne? Wir haben gestern nichts gemacht, wir haben 15 Minuten einen Vlog gemacht. Jetzt ist so 17 Uhr, by the way. Mal gucken, was wir noch machen. Ich glaube, wir gehen jetzt noch mal kurz irgendwo hin. Da, wo wir noch mal was Kleines essen können. Vielleicht gehen wir auch abends feiern, aber ich glaube nicht, weil wir gehen morgen schon feiern und das ist das kostenspieligste. Deswegen müssen wir schauen. Also hier gibt es gerade eine Diskussion. Wir sind schon in der neuen Wohnung. Wer kriegt ein Zimmer? Wer schläft auf der Couch? Ich würde sagen, einfach ein Doppelzimmer. Bruder, weißt du, der schnarcht, dann schlafe ich keine Sekunde. Nee, schläfst du auf der Couch jetzt. Kalle hat schon auf der Couch gedacht. Jetzt ist dein Zug. Er ist freiwillig auf der Couch gegangen. Nein. Boah, du bist freiwillig auf der Couch gegangen. Wenn du so super ist, warum schläfst du nicht? Das ist frech von dir. Guck mal, mich an. Boah, das ist nicht. Die an der Seite kannst du ja noch wegmachen. Sonst weg. Ich. Riesenbett. Und jetzt? Ich sag ehrlich, also schlafen auf Kamera, das bin ich nicht. Nein, ist schon, ist okay. So wie er sagt, fühle ich mich schlecht, dann war ich extra vor Kamera. Immer nichts, schnell mal hin. Ist schon ein bisschen kacke jetzt. Ich bin froh, dass ich in dieser Reise dabei bin, Digga. Also, aber Bila ja auch. Deswegen kann auch mal Bila den kürzeren ziehen. Und aber eigentlich, Digga, da muss man halt auch sowas in Kauf nehmen, sag ich dir ehrlich. Ich bin einfach nur froh, gerade mal irgendwie zu sein. Komm, Kalle, lass in dein Zimmer gehen, Digga. Ich würde Kalle und Bilal das Zimmer anbieten, damit Kalle nicht auf der Couch pennen muss. Weil das Bett ist das größte. Hab ich auch schon überlegt. Nein, ich kann nicht mit ihm schlafen, weil er schnarcht. Ich kann nicht mit dir pennen. Dann pann du doch auf der Couch. Digga, ich kann auch nicht mit dir pennen, weil ich habe gehört, letztens mit Rohan, Digga, da war irgendwas mit Dingen. Hahaha. Guck mal, was wir gerade entdeckt haben. Die beiden liefern sich heute ein Schnarchduell. Ich sag, er gewinnt. Natürlich gewinnt. Deine Hand immer drüber. Edi, du lachst hässlich. Oh my God.
Also unser Plan ist Sonntag Game 7. Heute spielt Philly gegen Miami. Bin sogar gleich. Um 30 Minuten. Wir müssen hoffen, dass Philly gewinnt und dann gibt es Game 7 in Miami Heat. Und wir haben? FTX Arena. Wir haben? Noch nicht geklärt. Nein? Haben wir keine safe Karten? Keine Ahnung. Wir gehen nach New York ein paar Tage. Da ist wahrscheinlich auch Sascha und so. Und gleich regnet es übrigens. Wir sind jetzt da bei dem Mall. Bei dem Mall. Junge, unsere Reise ist echt sehr sass, muss ich sagen. Was ist hinter der Camp passiert? Seit überwiegend kommen Erinnerungen hoch. Was war hier? Wir haben mit Flummi gespielt mit den Kenner. Und die Kenner ist Flummi ist da in der Ich hab Hunger. Das Ding ist, ich glaube, wir enden wieder bei 5 Ja, ich muss so viel an die Kenner denken. Die ganze Situation. Ja, ich schwöre. Die haben coole Sachen. Vor mir in 2 Jahren, die kommen. Hier so Miami-Shirts mit so Druck drauf. Hose mit so Druck drauf. Voll cool eigentlich. Und hier hat es angefangen, Leute, mit Crocs. Hier meinte ihr Kenner zum ersten Mal, dass Crocs im Kommen sind. Oha, guck mal. Lächelst du denn so? Gibt es da Air Force einfach hier? Cool. Und Karl hat auch direkt zugeschlagen. Miami Heat. Damit siehst du schon gut aus, Daddy. Die Männer sind härter zu bekommen, als einen neuen Prime Moment zu ziehen und als Vita-Welt zu bekommen. Air Force in Deutschland. Ich habe auf mein Vita-Welt 2 Wochen gewartet. Air Force in Deutschland echt eine Rarität. Aber ich bin die Hat der so zugeschlagen? Haben so alle eine Tüte außer ich. Hier gibt es Cheesecake Factory, hier gibt es unsere berühmte Five Guys, wo wir schon letztes Mal 2 Mal waren. Aber wir können nicht heute schon wieder zu Five Guys gehen. Food Hall. Ich habe so Hunger. Oh, Chipotle. Ich liebe das. Ich brauche einen Adapter wegen dem Bird. Sonst können wir morgen nicht. Ich möchte nicht mit James Harden werden. Sonst können wir morgen nicht in den Club gehen. Leute, merkst du den Unterschied zu davor, als er ankam in Miami? Jetzt ist er richtig so. Da kommt nichts von dir, wa, Kalle? Ja, was soll ich dazu sagen? Alter, du willst an dieser Reise. Wir sind mit Mami hier. Übrigens ist das ihre Mutter. Einfach mal fragen. Meine Sisters. So, Shake Shack Menü. Diese Drinks sind super. Kiwi, Lemonade. Ich weiß nicht, was noch drin war. Dann muss ich sagen, wieder ist Burger ist echt hübsch. Bei mir ein bisschen viel Bacon. Sorry, meine Abis. Aber weil da sind Chilis drauf. Deswegen. Meine Achis ist das. Sag denn? Feedback zu Shake Shack. Burger waren super, Pommes waren super. Ich bin sehr zufrieden. Preis-Leistung war super. Auch verglichen mit Five Guys. Weißt du, was noch krasser ist? Bei In-N-Out ist noch billiger. Und schmeckt besser. In-N-Out ist auf der 1. Shake Shack, Five Guys. So sieht es bis jetzt aus. Und dann kommen Papais und was weiß ich alles. Diese ganzen komischen Läden. Chipotle ist noch super. Mexikanisch. Burrito Boys. Five Guys habe ich noch nie in Berlin, also in Deutschland getestet. Ist Quatsch. Habe ich auch schon sowieso noch nie. Ich dachte, hier ist es krass, weil ich oft gehört habe. Aber ich wurde wirklich dort richtig enttäuscht. Hier ist aber eins, wo wir letztes Mal waren. Also okay. Wir haben ja hier gewohnt in der Nähe. Hier waren wir 3 Mal oder so. 1 bis 10 gebe ich dem ganzen Ding hier eine 8. Ich würde 7,5 sagen oder 8. Aber das ist schon sehr gut, finde ich, für den Burger. Miami gegen Philly. So, live Reaction. Auf Hope. Wir müssen auf Win von Miami. Nein, von Philly hoffen. Sagte. Digga, bei deinem Blick. 8 Minuten. 10 von Miami. 16. Sag mal. Nee. Ja. Kein Game 7. Aber ich sag ehrlich, so wie die verteidigt haben, also jetzt, wo wir da waren, also Auge legen. Gegen Hornets. Oder Game 7 in Boston. Gegen Bucks. Da haben wir uns auch angefragt. Eine Nacht da ganz oben. Was war das denn? Was war das für ein Voice-Pick? Ach du Scheiße. Ich wüsste nicht, wie lecker das gerade riecht hier. Cheesecake Factory. Und ich musste gerade mein Getränk so halten, weil es so kalt ist. Es sind nur noch Eiswürfel. Nimm Uber jetzt wieder nach Hause. Dann muss ich wieder den Bugs rein. Und dann können wir auf die Piste. Steht 17 vor für Philly im 4. Das heißt, das wird wohl nichts, leider. Ja, aber die streiten sich gerade, wer hinten sitzt. Ich nehm Stein. Nein, seid ihr dumm? Ich mach gar nicht mit. Ich nehm Stein. Ich bin hier hingefahren, ich war in der Mitte. Ja, sein. Alle haben mal in der Mitte gesessen. Das ist das Alle haben mal in der Mitte gesessen. Der Mann schläft auf der Couch. Dass ich überhaupt noch hier diskutieren muss mit dem der zweimal in der Mitte war, Digga. Ich und der Mann da drüben. Und die ganze Zeit. Ja, dann schickt den zusammen in die Mitte. Stein. Bitte verliert Bilal. Schon. Ist er da? You ain't meet me. You ain't me. Red den Song. You ain't meet me. Wer den Song errät, Zit verlost. 100€ in den Kommentaren. Kommentieren, abonnieren. Ihr müsst einen Kommentar da lassen. Schreibt rein, wie viel Meter es von A bis W sind. Und müsst ein Pferd 50 machen. Und als Geheimwort würde ich sagen, da muss noch ein Geheimwort hin, oder? Ja. Tag Mavericks. Yes. Tag Mavericks in die Kommentare, Leute. Boah, mit Blitz sieht das voll geil aus. Sieht auch cool aus? Komm mal. Sehe ich cool aus? Ja, sieht immer cool aus.
Jaaaaaack! Alter, leck doch gleich dein noch ab. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir alle sind irgendwie richtig müde und Digga, mein Rücken, ich schwöre, es ist so schlimm. Mein Rücken, ich hab Kopfschmerzen, deswegen chillen wir heute. Wir holen uns jetzt noch was zu trinken und sowas. Wir gehen einkaufen und vielleicht Ruhe oder Wellness oder Spa mal gucken. Aber ich glaub's dazu. Bis jetzt. Zwei sind schon. Frische Früchte. Willst du mit Lachen? Warum anderes Brot? Damit deine Ladung nicht schmeckt. Wir sind hier in Miami und du holst dir ein paar Bartum. Guck mal, wie gesund, Leute. Orangensaft, Früchte, Eukalyptus-Badewasser. Badesalz. Das sind die Nährstoffe, die dein Körper braucht. Wurde ich so blöde angemacht, weil ich mir eine Badebombe geholt habe. Schätzi? Ich sag 66. Komm, wir wetten. Ich sag 70. Warum willst du bei jeder Scheiße wetten? Warum Verlierer bezahlt? Was sagst du? Lala, ich sag 70. 66, 70. Du? Ich sag 69. Guck mal. Alles kostet 7 Euro. Dicker. Warum kostet das jetzt 22? 12 Euro, Dicker. Ich hab ganz klar Rückenschmerzen des Grauens. Wir gucken jetzt noch NBA. Dallas gegen Phoenix zu Airburn Wassermelons und Orange Juice. Hast du den runtergeholt, Digga? Nee. Licht, das ist so cool, dass es da einfach lila ist. Boo. Morgen müssen wir zum Pool. Wir gucken gerade schon rot, Bock, der morgen rauskommt. Mann, zeig jetzt. Guck mal, wie war denn? So Leute, wir chillen jetzt noch. Und wie gesagt, wir sind sehr kaputt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht hat das Video uns ein bisschen angestreckt. Hoffen wir mal nicht. Auf jeden Fall sparen wir Kräfte. Wir gehen noch baden. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Auf den freuen wir uns schon die ganze Zeit. Denn wir haben einen Tisch Mr. Jones. Also ist morgen gehen wir im Club abends. Und das heißt auch ein Lied von Pop Smoke so. Das ist ein sehr, sehr guter Club. Deswegen seid gespannt. Kalle, halt drauf. Und dann habt ihr einen super Party-Vlog. Dann feiern in Miami. Ich war einmal feiern. Aus und in den. Freut uns, dass wir euch unterhalten können aus dem Urlaub, Leute. Ihr genießt es auch, so eine Vlog, so als ob ihr mit dabei seid. Wir zeigen euch fast alles. Von daher, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du mitnehmen? Mit dem Wingen kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Yeah.